So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der Procaster funktioniert oder beziehungsweise kann kein Live-Bild senden, deshalb die Aufzeichnung. Ich versuche mich auch relativ kurz zu fassen, damit die Sendung relativ rasch rauskommt. Hier im Wochenchart hat sich der DAX nach dem Abprall, konnte er schon auf die Oberkante des Rainbows aufsetzen. Von dort könnte es jetzt eben eine temporäre Erholung wieder geben. Und diese Marken sind auch hier im 4-Stunden-Chart, waren die eingezeichnet als Unterstützung. Und das war die CFD-Indikation und eben auch auf Xetra-Basis. Hier würde es unterhalb der 10.080er-Marke, was für mich noch eine wichtige Unterstützungslinie ist. Und anschließend wäre hier ein Gap Close noch bei 9.980 Punkten möglich. Das würde sich hier eben mit dieser Rainbow-Unterkante eben decken. Das wären also jetzt mal kurz auf die Schnelle die unteren Kursziele, wie jetzt hier der DAX, nachdem er hier gestern das Setup bravourös abgearbeitet hat, vorstellen kann. Hier wäre womöglich ein Rücklauf bis ca. 10.230, maximal vielleicht 50 möglich. Ja. Und dann dürften die Bären nochmal versuchen, den DAX nach unten zu drücken. Allerdings wäre jetzt hier in meinen Augen vielleicht erstmal nur eine Wegstrecke nochmal bis zum EMA 200 im Stundenchart denkbar, dann den Stopp nachziehen und ob es dann Richtung eben temporär zur 10.000 Punkte Marke kommt, muss man eben dann nochmal genauer beobachten, wie die Muster sich dahin entwickelt haben. Hier auf Xetra-Basis wäre noch eine Unterstützungslevel, was auch eben schon vorher genannt worden ist, bei 10.080 Punkten etwa. Auch hier darf sich der Index Richtung hier im Prinzip nur bis 10.200 aufmachen. Dann wird er hier schon auf stärkere Widerstand treffen. Das wäre es jetzt eben kurz zum DAX. Ich kann es hier nochmal kurz wiederholen. Hier eine Aufwärtsbewegung, weil sowieso gestern die Zone exakt getroffen worden ist. Hier sind dann Käufe, auch direkt heute noch zu beobachten, vor 9 Uhr. Und dann nochmal ein Absacker. Das wäre jetzt mein präferiertes Szenario, aber da gestern es so super lief, muss man hier, wird jetzt erstmal beobachtet, ob es da hochläuft und dann nach unten womöglich gehandelt. Die SAP-Aktie war gestern ja auch mit einer der Tagesverlierer. Gab es eben den Abprall schön. Die Post AG hat ja dieses Kursziel erreicht bei der Rocket Internet, hielt der EMA 50 den Kurs, begrenzte den Kurs nach unten. Möglich ist hier noch das Szenario, Gary Weber hat hier nicht das Kaufsignal aktiviert. Gold und Silber lief wie erwartet nach oben, da gibt es nichts Neues. Bei den anderen Setups gibt es hier kam es dann eben von dem Unterstützungsbereich, der eingezeichnet worden ist, bullischen Abpraller beim Euro-US-Dollar. Das wäre auch nicht überraschend. Hier gab es den Ausbruch auf Stundenbasis oder beziehungsweise auf 4-Stunden-Basis im Pfund gegen US-Dollar. Konnte noch nicht ganz hier mein gewünschtes erstes Kursziel erreichen. Hier wäre es jetzt ein Pullback an das Ausbruchsniveau. Deutlich unter diese Marke sollte es nicht gehen. Sonst wird es mir nicht mehr gefallen, aber ein Hoch nochmal über das wird bislang weiter präferiert. Australische oder neuseeländische Dollar hat jetzt hier tatsächlich gestern den Kaufbereich noch in der Nacht abgearbeitet. Schöne Aufwärtsbewegung hingelegt, zwar nicht ganz bis nach oben. Das kann noch folgen, aber hier sollte, wer investiert ist, sollte es nicht mehr ins Minus fallen.
entweder hier auf dieses Low Teilgewinne hier oben mitnehmen oder auch dann auf diese Stundenkerze vollendet ist, kann man auch hier den Stopp nach oben setzen, dann kann man hier 40 Pips sichern. Risiko war ja dann auch rund 40, 50 oder 60 Pips hier, 40, ja 50. Dann wäre das hier noch ein R-Trade, rund ein R-Trade möglich. Zum Nasdaq eben kurz Blick hier im 4-Stunden-Chart mit dem Bruch dieser Aufwärtstrendlinie, Trendkanal, den kann man auch, ja, könnte man jetzt im Nachhinein noch ein Stück anders setzen, eben hierhin. Egal, mit der Kerze ist er gebrochen. Und dann kam eben der schöne Verkaufsdruck. Allerdings beendete die Bären oder die Bullen, ja, die Bullen diese Abwärtsbewegung, wie gesagt, an der wichtigen Wochenunterstützung. Und hier liegt jetzt Widerstand etwa bei 4.727. Davon darf er dann eben auch nochmal nach unten abprallen und die unteren möglichen Kursziele eben dann abarbeiten. Nochmal so wäre etwa was möglich oder auch sowas. Aber auch hier erstmal dann hier eine Umkehrkerze eben abwarten. Denn wenn die Bullen hier tatkräftig zurückschlagen, kann sich das auch deutlich nach oben ausweiten. Danke fürs Zuhören. Bis später.